Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcast und Kanal. Und meine Mission ist es, dir auf deiner Partnersuche den Spaß, die Leichtigkeit und die Lebensfreude wiederzugeben. Und heute möchte ich dir in der Folge vorstellen, 6 typische Verhaltensweisen vieler Singles, die dafür sorgen, dass du unterbewusst vermutlich deine Partnersuche sabotierst und damit auch Single bleibst. Da wollen wir heute mal hingucken. Vielleicht ertappst du dich auch bei dem einen oder anderen. Und wenn dir gefällt, was du siehst und hörst, dann freue ich mich, wenn du mir dein Like schenkst, wenn du diesen Kanal abonnierst, um meine Arbeit zu unterstützen. Und wenn du möchtest, dass ich mir deine ganz persönliche Situation einmal angucke, dann buch dir deinen kostenlosen und unverbindlichen virtuellen Kaffee. Terminkalender findest du im Infokasten verlinkt und dann quatschen wir beide mal, wie ich dich 1:1 unterstützen kann, um dir die Abkürzung in eine erfüllte Partnerschaft zu zeigen. Ganz kurz vorab, meine Videos sind geschlechterneutral, sprich ich spreche immer aus der Sicht einer Frau in der weiblichen Form, weil es für mich einfach einfacher ist. Liebe Männer, wenn ihr das jetzt seht, dreht es für euch bitte um. Dasselbe gilt auch für alle gleichgeschlechtlichen Zuschauer, also mach es bitte so für dich passend, wie deine sexuelle Orientierung ist. Und last but not least, pick dir bitte nur das raus, was für deine aktuelle Situation hilfreich ist. Ja, bau dir keine Luftschlösser, mach dir keine Illusionen, red dir nichts schön. Da appelliere ich an deine Eigenverantwortung, denn dieses Video soll ausschließlich dazu dienen, dir Impulse zu geben, Aha-Momente zu bescheren und mit Glück auch neue Perspektiven zu geben. Starten wir mal rein, welche weit verbreiteten Verhaltensweisen es gibt, die dafür sorgen, dass viele Singles auch weiterhin solo bleiben. Der erste Punkt ist auch gleichzeitig der Klassiker, nämlich zu hohe Erwartungen an ihn oder sie. Vielleicht kennst du das von dir selber auch, ja, wenn man fragt, wie soll er oder sie aussehen, dann kommt sofort so eine ganze Armada an Eigenschaften bezüglich der Optik, des beruflichen Status, des Lifestyles und so weiter und so fort. Witzigerweise kommt selten eine Aufzählung der Verhaltensweisen, was er oder sie im Gepäck haben sollte als potenzieller Partner. Aber es kommt eine ganze Reihe an Wünschen bezüglich eben des sozialen Status, beruflichen Status, des Aussehens und so weiter. Und viele Singles neigen dazu, diese Messlatte extrem hoch zu legen. Ja, und witzigerweise auch 2024, wo alle von Emanzipation und Gleichberechtigung sprechen, höre ich gerade von Männern immer wieder in meinen Beratungen, dass Frauen auch heute noch oft indirekt den Versorger suchen, sprich, dass bei Männern ganz klar der berufliche Status im Fokus steht, dass das auch gerne abgefragt wird von Frauen. Bei Frauen, ganz klischeebehaftet, zählt dann oft eher die Optik, ja, wo Männer gerne drauf anspringen am Anfang. Wie gesagt, ich möchte hier nichts verurteilen. Es sind nur die Erfahrungen, die ich aus meiner persönlichen Erfahrung teile und natürlich auch aus meiner Arbeit mit Kunden. Aber Klischees leben ja bekanntlich davon, dass sie sich auch immer wieder bestätigen und haben deshalb auch einen gewissen Wahrheitsgehalt. Also zu hohe Erwartungen, sprich viele Singles haben eine unglaublich hohe Messlatte, so dass eigentlich schon gar keiner rankommen kann, nicht mal ansatzweise. Das ist der Verhinderer Nummer 1. Ja, und dass dann halt auch die Gefahr besteht, dass Leute, denen du begegnest, quasi durch dieses Raster gedrückt werden, was du an Erwartungen mitbringst. Und da ist es egal, ob du on- oder offline datest. Und wenn derjenige schlichtweg ein paar zu viele Merkmale nicht dabei hat, ja, dann ist er halt durchgefallen, Test nicht bestanden, so ungefähr. Aber dann denke ich mir oft, wir sind hier eben nicht bei Wünsch dir was, sondern du möchtest ja einen Partner finden und idealerweise auch einen Partner fürs Leben. Und da zählen dann teilweise auch andere Qualitäten.
Also guck da mal hin, inwiefern du vielleicht da auch extrem hohe Ansprüche an dein Gegenüber hast, wo du auch nicht bereit bist, Kompromisse zu machen und wo du auch geneigt bist, dein Gegenüber eben durch so ein Rastergefühl zu pressen. Wie so eine Checkliste, was vorhanden ist davon und was nicht. Ich nenne es immer Rasterfahndung. Ja. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt und gleichzeitig auch Verhinderer, der vielen Singles auf der Partnersuche im Weg steht, die eigenen Ansprüche. Punkt Nummer zwei, auch ein Klassiker, ist keine Klarheit zu haben, wen und was ich eigentlich suche als potenziellen Partner, was ich brauche, was mir gut tut, welche Eigenschaften, welche Verhaltensweisen, welche Persönlichkeitsmerkmale tun mir eigentlich gut. Ja, was wünsche ich mir von meinem potenziellen Partner in einer Partnerschaft? Wie soll der sein? Wie soll er sich mir gegenüber verhalten? Was möchte ich definitiv nicht wieder erleben? Worauf kann ich dankend verzichten? All diese Dinge. Und welche Form von Verbindung, nenne ich jetzt mal bewusst so, suche ich eigentlich? Suche ich was Unverbindliches, Spielspannung, Spaß? Oder suche ich die große Liebe mit allem drum und dran, mit Verbindlichkeit, vielleicht auch mit Zusammenziehen, Hochzeit etc. Ja, suche ich vielleicht, wie gesagt, ausschließlich nur körperliche Intimitäten, dann ist eine Affäre mein perfektes Glück. Also da einfach mal reinzugucken, nicht nur was die eigentliche Person angeht, sondern auch welche Form von Verbindung möchte ich eingehen und wie soll die dann auch ausgestaltet sein. Wie viel möchte ich teilen? Wie offiziell oder inoffiziell soll das Ganze bleiben? Ja, wie viel Nähe, wie viel Distanz brauche ich in dieser Verbindung? All das sind so Punkte, die solltest du dir auf jeden Fall mal bewusst machen. Und diese Klarheit besitzen viele Singles nicht und fischen dann bildlich gesprochen im falschen Teich und wundern sich dann, warum sie immer und immer wieder die falschen anziehen. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. So ein Klassiker ist, du bist eine Frau, suchst eine langfristige Partnerschaft und triffst aber immer wieder auf Männer, die eigentlich nur eine Freundschaft plus suchen, die auch gleich vom Start weg sagen, dass sie nicht mehr wünschen und du aber jedes Mal die Hoffnung hast, naja, wenn der mich nur oft genug trifft, dann wird er sich schon in mich verlieben. Nee, das funktioniert halt nicht, weil Männer sind im Vergleich zu uns Frauen da oft sehr viel klarer. Wir Frauen neigen oft dazu, dass wir denken, wir können denjenigen irgendwie noch ummodeln, wenn er uns denn erstmal kennenlernt. Nee, also das wäre so ein klassisches Beispiel dafür. Ja, also verschaff dir Klarheit, wen und was du suchst und brauchst und welche Art der Verbindung du eingehen möchtest und wie die dann eben auch lebbar für dich ist, wie die aussehen soll. Dritter Punkt, auch ganz wichtig, zu wenig Offenheit. Was meine ich damit? Das knüpft so ein bisschen an den ersten Punkt an mit den hohen Erwartungen. Das heißt, viele haben nicht die Offenheit, sich auch mit Menschen zu treffen, sich einzulassen, die kennenzulernen, die vielleicht auf den ersten Blick vieles nicht mitbringen, was ihnen eigentlich wichtig ist. Das heißt jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass du dich jedem x-beliebigen an den Hals schmeißen sollst, aus Dankbarkeit, dass überhaupt jemand Interesse hat. Das meine ich nicht. Aber ganz oft, kennst du vielleicht von dir auch, gibt es Leute, die du kennenlernst, die dich anschreiben oder mit denen du schreibst, wo du dich eigentlich wohlfühlst, wo eine Grundsympathie da ist, wo vielleicht auch gewisse Gemeinsamkeiten da sind, aber irgendwas turnt dich so ein bisschen ab, an dieser Person da tiefer einzusteigen. Und dass du da vielleicht nochmal hinguckst und offener wirst, einfach dankbar zu sein für jegliche Art von Verbindung. Also sprich auch Leuten noch Chance zu geben, die nicht 70% deiner Ansprüche erfüllen oder 80, sondern vielleicht auch nur 50 oder 60. Immer vorausgesetzt, du fühlst dich mit deinem Gegenüber wohl. Und vor allen Dingen auch dich einfach mal darauf einzulassen. Denn viele bügeln ja sofort ab. Zum Beispiel, ich sag mal, der Klassiker, ja, für dich No-Go-Raucher oder No-Go-Fleischesser oder jemand hat ein Kind, ein Haustier, was auch immer. Da gibt es da viele Sachen. Da musst du dir mal die Frage stellen, ob das, wenn sonst alles stimmt, wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, warum du dich auf diesen Menschen ernsthaft nicht einlassen möchtest. Wegen einer einzigen Sache oder Gewohnheit oder was auch immer. Ja, also trau dich da auch mal links und rechts des Weges zu gucken.
bei Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht wie das perfekte Match wirken. Denn ganz oft sind da versteckte Schätze, die wir aber auch nur entdecken, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, auf denjenigen. Denn oft ist der, der auf den ersten Blick perfekt wirkt, nicht immer menschlich die perfekte Wahl für uns. Das mal so als Impuls zu Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4 ist, dein Fokus ist zu einseitig. Was meine ich damit? Dein Fokus liegt bei allem, was du sagst und tust, immer auf deinem Endziel Partnerschaft. Ja, das heißt, alles, was du tust auf deiner Partnersuche, ist immer an diesem Ziel ausgerichtet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, das knüpft so ein bisschen an Nummer 3 an, mit der Offenheit, da einfach mal mehr mit dem Flow zu gehen, dich mal auf jemanden einzulassen und mal diesen Gedanken der Partnerschaft nicht komplett aufzugeben, aber vielleicht mal ein bisschen an die Seite zu schieben und zu gucken, was einfach bei rauskommt, wo der Ausgang ist. Und selbst wenn es nur eine nette Freundschaft wird, wo vielleicht nicht funkt, wo man sagt, okay, ich kann mir denjenigen nicht als Partner, Partnerin vorstellen für mich, aber ansonsten haben wir unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Ja, dann kommt vielleicht sogar eine nette Freundschaft bei rum oder einfach nur ein nettes Gespräch am Nachmittag, mal ein anderer Blickwinkel. Ja, also versuch da mal ein Stück weit dankbarer zu werden und wie gesagt auch offener vom Fokus her, dass du den Ding einfach mehr ihren Laufen lässt und nicht immer nur so diesen Tunnelblick hast. Hoffentlich kommt das bei jedem Date irgendwo, schwingt die Hoffnung mit, dass nun endlich mal wieder klappt und ich einen Partner habe, das ist total menschlich und das wünschen uns am Ende alle, aber versuch doch einfach mal da dieses Ziel so ein bisschen, wie ich schon sagte, an die Seite zu schieben und einfach für alles, was sich dir zeigt in der Begegnung, dankbarer zu werden, weil dann ist der Frust, wenn es dann tatsächlich nicht in einer Partnerschaft endet, geringer. Weil dann hast du vielleicht eine tolle Begegnung gehabt mit tollen Gesprächen, vielleicht neue Perspektiven, neue Infos zu irgendeinem Thema erhalten. Ja, also irgendwas nehmen wir ja immer mit. Und wenn es schlichtweg nur die Erkenntnis ist, was wir in Zukunft nicht mehr wollen. Und dafür einfach offener zu werden, statt immer nur diesen Fokus Partnerschaft, Partnerschaft, Partnerschaft bei allem, was ich sage und tue. Und der nette Nebeneffekt davon ist auch noch, dass du nicht so verkrampft wirkst, dass du lockerer bist, weil du einfach die Dinge nimmst, wie sie kommen und für alles, was da kommt, dankbar bist, auch wenn es eben nicht die Partnerschaft am Ende ist. Das wäre Punkt 4. Und Punkt 5 ist auch ganz wichtig, das Thema wenig Selbstwert. Das heißt, dass du zum Beispiel ständig dich in Frage stellst und je öfter deine Dates floppen, desto mehr stellst du dich in Frage, desto mehr zweifelst du, ob du attraktiv genug bist, ob du liebenswert bist. Ja, du fängst vielleicht auch an mit ständiger Selbstoptimierung, bist ständig auf Diät oder rennst permanent ins Fitnessstudio. Das heißt, du definierst dich oder neigst dazu, dich anzuzweifeln und dich vielleicht auch über deinen Single-Status zu definieren, dass du dich dann vielleicht auch nicht wertig genug fühlst, nicht wertvoll, vielleicht auch unvollständig, ja, geht es vielen ja auch, die sich einfach nicht komplett fühlen, wenn sie solo durchs Leben gehen. Und da möchte ich dich mal sensibilisieren, da mal hinzugucken, ob das vielleicht ein Punkt ist, der dir im Weg steht. Statt zu sagen, okay, ich bin nicht perfekt, ich habe so meine Special Effects. Ich habe vielleicht ein paar Kilos zu viel. Ich habe Falten. Ich habe dies, ich habe jenes. Aber ich bin total liebenswert. Ich mag mich so, wie ich bin. Denn seien wir mal ganz ehrlich, perfekt ist niemand. Wir bringen alle so unsere Ecken und Kanten mit. Und manchmal haben genau eben auch die ihren Charme. Ja, und da darfst du auch anfangen, dich dafür zu lieben, statt dich ständig schlecht zu machen oder dir halt auch, je öfter deine Dates floppen, dich ständig damit in Frage zu stellen. Denn ganz oft liegt der Grund nicht bei dir, sondern bei deinem Gegenüber. Das heißt nicht, dass du die Schuld immer nur im Außen suchen sollst, wie der falsche Zeitpunkt, der falsche Typ, die falsche Entfernung und was weiß ich. Nein. Aber ich möchte, dass du dich mit jedem Flop nicht automatisch immer in Frage stellst, ob du attraktiv oder liebenswert genug bist, sondern dass du anfängst, dich auch für die oder der zu lieben, der du bist. Und perfekt, Perfektheit. Punkt Nummer 5.
Punkt Nummer 6 ist natürlich deine Vergangenheit. Ja, es gibt unglaublich viele und viel, viel mehr, die unterbewusst immer noch an ihrem Ex hängen. Das heißt, du hast deine Vergangenheit noch nicht losgelassen. Du bist im Herzen noch gar nicht frei, weil du automatisch bei jeder Begegnung, die du hast, immer denjenigen mit deinem Ex oder deiner Ex vergleichst. Und hör damit auf, du tust dir keinen Gefallen, denn die Vergangenheit ist geschehen, die ist Teil deines Lebens, aber sie ist nicht deine Zukunft. Also fang bitte an, bevor du dich auf jemand Neues wieder einlässt, dass du wirklich deine Vergangenheit loslässt, dass du Trennungsschmerz loslässt, ja, dass du vielleicht Fotos löscht. Archivierte WhatsApp-Chat, auch immer gern genommen für einsame Momente, die man dann rauf und runter scrollt und eigentlich fast schon auswendig kann. Weg damit. Ja, ist dir nicht dienlich für einen neuen Partner? Oder wie gesagt, eben diese ständigen Vergleiche. Ja, der redet aber anders, der sieht anders aus und XY hat aber sich in Situation Z so und so verhalten, ist er aber nicht. Ja, also hör auf, Leute ständig zu vergleichen, weil damit nimmst du dem anderen und dir unglaublich viele Chancen. Also fang bitte an, deine alten Wunden zu heilen, deine Verletzungen, fang an, sie ganz bewusst loszulassen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich auch gern bei mir, dann gehen wir den Weg zusammen, ist oft einfacher. Aber mach dich frei, sowohl im Kopf und vor allen Dingen auch im Herzen, weil es nützt dir nichts, wenn du von einer zur nächsten Dating-App springst, ständig am Chatten bist, am Daten bist und im letzten Winkel deines Herzens noch irgendwelche Exen Platz einnehmen, weil du die gedanklich und emotional immer noch nicht komplett freigelassen hast. So, das waren die 6 Punkte, die ich elementar finde und die viele Singles sabotieren, wirklich ihr Liebesglück zu finden. Und vielleicht hast du dich bei dem einen oder anderen Punkt auch mal ertappt, dann lass es mich gerne wissen, welcher es ist. Wenn dir gefallen hat, was du hier siehst und hörst, dann hinterlass mir gerne dein Like oder schenk mir dein Abo, um meine Arbeit zu unterstützen. Und ansonsten heiße ich dich jederzeit auch willkommen in einer 1:1 Begleitung, wo wir ganz individuell auf deine Situation eingehen. Dann melde dich gern bei mir, wie gesagt, unten im Infokasten ist mein Online-Kalender verlinkt, dann freue ich mich auf dich für ein unverbindliches Vorgespräch. Ich sage danke für deine Zeit, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Maike.